Hi Leute und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein heutiges Video ist mit Sicherheit ein bisschen ein kontroverses, denn es geht um die drei most overrated exercises, also die drei überschätztesten Übungen aus der Sicht eines Bodybuilders. Und es ist wahrscheinlich ein bisschen kontrovers aufgrund der drei Übungen, die ich ausgewählt habe. Und zwar starten wir mit der Kniebeuge. Für viele Leute ist die Kniebeuge so die Königin aller Übungen und man muss Kniebeugen, um dicke Beine aufzubauen. Stimmt meiner Meinung nach überhaupt nicht. Du musst Kniebeugen können, um gute Beine aufzubauen, aber du musst nicht Kniebeugen, um gute Beine aufzubauen. Also das heißt, die Kniebeuge ist für mich eine großartige Übung aus einer athletischen Sicht, ja, generell mit unglaublichem Carry-Over-Effekt auf viele andere Sportarten, Sprint, Fußball, Skifahren, Tennis spielen, Football etc. und ist für mich ein großartiges Instrument, um Defizite in eurer Mobility feststellen zu können. Darum müsst ihr Kniebeugen können, um gute Beine aufzubauen. Ja? Das heißt, wenn ihr in einer Kniebeuge nicht runterkommt, eine Kniebeuge nicht ordentlich ausführen könnt, dann wird es euch wahrscheinlich schwer fallen, auch mit anderen Übungen ein gutes Bein aufzubauen. Aber warum ist jetzt die Kniebeuge eine der für mich überschätztesten Übungen, um Hypertrophie in euren Beinen auszulösen, also eure Beine aufzubauen, weil ihr oder weil fast oder nahezu alle Leute bei einer Kniebeuge nicht sicher ins Versagen trainieren können. Das heißt, was ist das große Problem? Bei der Kniebeuge ist es immer so, dass zuerst die Technik bricht, bevor ich muskuläres Versagen erlange. Und meistens weit bevor meine Beine muskuläres Versagen erlangen, kann ich im Oberkörper die Spannung nicht mehr halten, beginnt mein Oberkörper noch vorzukippen, beginnen Assistenzmuskeln wie der Gluteus, der untere Rücken, immer mehr Arbeit zu übernehmen. Und deshalb ist für mich die Kniebeuge nicht perfekt geeignet, um ein dickes Bein aufzubauen. Da eignen sich jetzt eine Hackenschmidt, eine Pendulum, eine V-Squat wesentlich besser, sogar eine Multipresse, aber auch nicht hundertprozentig, aber die anderen Varianten, um ein bestmögliches Bein aufzubauen, weil das alles Übungen sind, wo ihr absolut sicher ins Versagen trainieren könnt, ohne euch Sorgen zu machen, dass die Technik einbricht. Das heißt, ihr könnt in Wirklichkeit so lange beugen, bis ihr einfach unten sitzen bleibt und müsst euch keine Gedanken machen, dass irgendwo die Technik bricht oder andere Muskelgruppen einen Großteil der Arbeit übernehmen. Deshalb bitte nicht falsch verstehen, Kniebeuge ist eine großartige Übung, auch eine großartige Übung für Beginner, die Gesamtmasse aufbauen wollen, weil sehr, sehr viele Muskelgruppen gleichzeitig arbeiten müssen, im Verbund zueinander arbeiten müssen, weil euch die Kniebeuge sehr viel lernt, aber für fortgeschrittene Bodybuilder nicht das Werkzeug meiner Wahl, um Beine aufzubauen. Zweite Übung ist das Bankdrücken und das ist auch so eine Behauptung aus der Steinzeit. Du musst Bankdrücken, um eine große Brust aufzubauen. Das hat schon der Arnold so gemacht, ja, und ich kenne immer noch zahlreiche Leute, die ihr Brusttraining mit Langhantel Flachbankdrücken beginnen und immer noch keine Brust haben. Und Arnold hätte wahrscheinlich eine riesige Brust aufgebaut, ganz egal, was der gemacht hätte. Ja. Wenn der Kurzhandel gemacht hätte, oder Schrägbank, oder Maschinen, oder was auch immer, Arnold hätte wahrscheinlich
einfach aufgrund seiner Schlüsselbeinstruktur, seines Brustkorbvolumens, ganz egal was er gemacht hat, der hätte immer eine großartige Brust gehabt. Langhantel, Flachbankdrücken ist aber einfach für die meisten Leute aufgrund ihrer Anatomie nicht perfekt geeignet, um die Brust ideal zu beanspruchen und ideal zu treffen. Da würde ich viel mehr entweder auf Kurzhanteln zurückgreifen oder eine Langhantel-Schrägbank-Variante, Multipresse oder eine Maschine. Das ist jetzt relativ individuell, wie eure Biomechanik ist. Ja. Aber Langhantel-Flachbankdrücken funktioniert eigentlich für, sagen wir mal, 8 von 10 Leuten nicht ideal zum Aufbau einer dicken, kompletten, runden, prallen Brustmuskulatur. Und jetzt kommen wir zur letzten Übung. Und ihr könnt euch vielleicht schon denken, was da kommt. Und auch viele werden mich hier wieder steinigen. Und die letzte Übung ist das Kreuzheben. Ich finde Kreuzheben genauso wie die Kniebeuge eine großartige Übung. Mit einem großen Carry-Over-Effekt auf viele Sportarten. Eine tolle Übung für Anfänger, um Kraft und Gesamtmasse aufzubauen. Nur beim Kreuzheben ist es für mich so, dass die Benefit-to-Reward-Ratio eine oder keine sehr gute ist. Warum? Das Kreuzheben verlangt eurem zentralen Nervensystem unglaublich viel ab und das ist meiner Meinung nach nicht ideal für einen fortgeschrittenen Bodybuilder. Da geht es sehr, sehr viel um das Fatigue-Management, ja, das heißt um das Management eurer Ermüdung, ja, wie viel, wie oft, wie häufig kann ich intensiv trainieren und schweres Kreuzheben limitiert euch da einfach sehr, sehr stark. Das heißt, wie ich Powerlifting gemacht habe, wenn ich da sehr schwer gehoben habe, habe ich es geschafft, maximal 2 Trainingseinheiten in der Woche zu schaffen, weil ich einfach mehr von meinem zentralen Nervensystem nicht regenerieren konnte. Zudem ist es dann ab einer gewissen Last einfach auch eine Übung, die mit doch einem größeren Risiko mit einhergeht. Da würde ich viel lieber entweder auf Stiff Leg Deadlifts, wenn es euch wirklich um die Rückenstrecke geht, beziehungsweise ADLs, wenn es euch mehr um den Gluteus geht, also auf diese 2 Hebevarianten zurückgreifen, sind genauso großartige Hip-Hinge-Movements, wo sie aber wesentlich weniger Gewicht verwenden könnt, verwenden müsst und somit weniger Belastung auf euer zentrales Nervensystem kommt und ihr somit einfach mehr trainieren könnt, frequenter trainieren könnt, intensiver trainieren könnt, ohne ins Übertraining zu gelangen. Also das heißt auch hier wieder, Kreuzheben ist eine großartige Übung, aber ab einem gewissen Level, wo man fortgeschrittener Bodybuilder ist, ja, und es wirklich darum geht, feinste Fortschritte in eurer Muskulatur zu machen, einzelne Bereiche herauszuarbeiten, ist für mich das Kreuzheben einfach eine zu grobe Übung, sage ich jetzt mal, beansprucht alles irgendwo sehr stark, aber zu wenig spezifisch, ja, um es im Trainingsplan zu berücksichtigen. Das heißt, alle diese 3 Übungen, also Kreuzheben, Kniebeugen, Bankdrücken, haben definitiv irgendwo ihre Berechtigung, sind tolle Übungen, vor allem auch aus einer athletischen Sicht mit viel Carry-Over-Effekt auf andere Sportarten, tolle Skill-Übungen, aber definitiv für einen fortgeschrittenen Bodybuilder, der einfach seinen Körper auf den nächsten Level heben möchte und Details in seiner Muskulatur herausarbeiten möchte, nicht die Übungen meiner Wahl, auf die ich zurückgreifen würde. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, auch wenn meine Übungsauswahl vielleicht ein bisschen kontrovers war. Wenn ihr anderer Meinung seid, haut es mir unten in die Kommentare.
lasst uns darüber diskutieren, würde mich riesig freuen. Es macht mir nämlich großen Spaß. Und ansonsten sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video.